Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft Blast Off. Ja, wir sind beim letzten Mal stehen geblieben bei der Lava-Produktion. Ich wollte jetzt mal eben kurz ausprobieren, ob das hier geht mit Obsidian. So. Na, geht das? Nee, das geht nicht. Mal gucken, ob das so geht. Nee, das geht auch nicht. Uah, na, dann passiert natürlich sowas. Autsch, 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 autsch. Genau. Na, schade. Ich dachte, man könnte das hier einfach so vermischen. Aber hörst du mal auf zu brennen? Danke. So. Kann ich direkt nochmal eine Kleinigkeit essen. Ich dachte, das würde funktionieren, aber irgendwie. Schade. Das wäre jetzt auf jeden Fall eine bequeme Methode gewesen. Mal eben kurz einen Apfel essen. So. Wie mache ich das denn sonst? Ansonsten Lava hier rein und das drüber geht auch nicht. Ich muss mal eben kurz gucken, dass hier das Feuer geschützt ist, wenn ich das jetzt hier ausprobiere, was ich gerade machen will. Wo ist unser Barrel? Da. Zack und zack. Vielleicht geht das so. Ja, das geht. Saugeil. Korrekt. Wenn ich jetzt hier einfach rechts draufklicke, zack, habe ich einfach den Obsidianblock. Das erspart mir natürlich eine Menge Arbeit. Wenn ich zum Beispiel, also wenn ich einen Obsidian ja abbaue, da wirst du ja alt bei, ne? Bis das soweit ist. Genau, es ist auf jeden Fall so die deutlich bequemere Alternative. Ich trinke mal gerade einen Schluck. Boah, ich sehe gerade 40 Grad, Alter. Das ist aber nicht gut. Ich muss wieder abkühlen. Da gehe ich am besten nach draußen für. Genau, so, ich werde jetzt hier nochmal ein paar Bäumchen abholzen. Und ich habe ja gesagt, ich brauche noch ein bisschen Erde unten bei meiner Farm. Weil, keine Ahnung, was wir da gerade haben, das reicht noch lange nicht, um hier zu überleben. Ich muss auf jeden Fall auch mal gucken, dass ich irgendwie ein bisschen, ja, keine Ahnung, Weizen finde. Ich habe bis jetzt auch irgendwie, ja, Pech gehabt, wenn man das mal so formulieren will. Das ist echt ärgerlich. So, wieso kriege ich hier eigentlich keine Äpfel mehr raus? Irgendwie ärgerlich. Lässt dann nicht mal fallen. Vielleicht müssen die auch ein bisschen länger draußen stehen bleiben noch, damit da irgendwie, keine Ahnung, damit die Äpfel reifen oder. So, 39,9 Grad. Ich habe auf der rechten Seite schon Heatstroke. Ich weiß nicht, was das bewirkt. Ich vermute mal, dass ja, man dadurch Wasser verliert. Wäre auf jeden Fall so das naheliegendste, denke ich mal. Auf jeden Fall nicht so ganz optimal. So. Ja, auf jeden Fall gucken, dass die Axt hier nicht kaputt geht. Und wieder einmal keine Äpfel. Das ist natürlich ärgerlich. So, ich überlege jetzt mal, welche werde ich wegmachen. Den Glowstone hier lasse ich mal stehen. Aber ich werde auf jeden Fall hier den Erdblock nach unten packen. Ich brauche zwei Erdblöcke. Uah, ja, das ist jetzt natürlich praktisch. Ist genau in dem Moment fertig geworden. Jetzt mal gucken, wie viel haben wir denn hier noch? 24. Na, für einen müsste es noch reichen. Hoffe ich zumindestens. So, jetzt bitte geh mir nicht kaputt. Bitte, 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 bitte. Okay, es hat gereicht. Wie viel hat die verloren? Ach, das locker auf 19 Grad mal runter. Und keine Saplings bekommen, anscheinend. Na gut, aber egal. Ich repariere die jetzt gleich mal. So, pflanze hier nochmal eben kurz den ganzen Kram ein. Und gehe jetzt nach unten und werde da mal gerade direkt die beiden Erdblöcke hier einpflanzen. Und dafür brauche ich natürlich noch die. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Da, die. Das Farming-Ding hier. Ja. So. Hier steht unsere Rose. Ich glaube, das passt soweit einfach. Das und das brauche ich noch. Muss ich eigentlich auch Farmland draus machen, damit das funktioniert? Ich glaube nicht. Ich mach's trotzdem sicherheitshalber mal. So, 57% sind die bis jetzt gewachsen. Die sind bei 29% und das Ding ist bei 43%. So, das ist natürlich noch ein bisschen wenig. Sollte aber passen eigentlich. Jetzt nochmal nach oben. Es reicht auf jeden Fall nicht, um uns langfristig zu ernähren. Da muss ich noch irgendwas finden. Ich brauche mehr Erde. So, die Magma hier ist schon mal fertig. Die kann ich rausnehmen, hier reinfüllen. Dann brauche ich einmal Wasser und kipp das einmal hier drüber und habe anschließend. Ja, was war das denn jetzt? Wieso habe ich hier Schaden bekommen? Warum? Egal. Na gut, umgebracht hat es mich jetzt zum Glück nicht. Das kommt wieder rein. Das
wieder hier rein. Warte mal. Die Axt. Die repariere ich mal eben kurz. So. Cool. Ich bin jetzt auf Speed 4, wie ihr seht. Also das hat auch nochmal gelevelt mit dem Fitnesstrainer. Zack. Und. Nein, so nicht. So. Und jetzt ist sie wieder ganz. Juhu. Holz kommt hier rein. Jetzt mal gucken. Genau, die Spitz. Die Spitzaxt. Die Axt. So, meine Fresse. Die kommt hier rein. Das kommt alles hier rein. So, und die leeren Flaschen, die packe ich schnell mal hier rein. Uns ist wieder viel zu warm. Boah, was machen wir eigentlich mit den ganzen Saplings, die wir hier haben? Ja, auch ein bisschen viel. So, jetzt mal gucken. Die Knochen kommen auch hier rein. Und, die Rüstung. Naja, die lassen wir mal. Die behalten wir mal. Können wir die eigentlich einschmelzen? Nee, geht leider nicht. Das wäre jetzt eigentlich witzig gewesen. So, wir haben jetzt 14 mal Eisen, 2 mal Iron, 2 mal Gold. Und ich guck gerade mal. Wir haben hier noch einmal Eisen, bisschen Kupfer. Wie sieht das jetzt eigentlich aus? Ich wollte nochmal den Hammer versuchen, genau. Dafür brauche ich erstmal nochmal eine Stenzel. So eine Schablone. Sticks haben wir noch genug. Zweimal Holz haben wir auch noch. So, dass wir da mal wieder ein paar auf Vorrat haben. Ich nehme mit Holz. Ich nehme mit den Stein. Ich glaube aber, der reicht gar nicht, sehe ich gerade. Da brauchen wir noch ein bisschen mehr Cobblestone. Das heißt, es geht noch einmal nach draußen zu unserem wunderschönen Cobblestone-Generator hier. Ja, manchmal klappt es einfach nicht. Manchmal verbrennt es. Ja, verdammt, wieso fliegt der denn eigentlich immer in die Richtung? Das ist doch doof. So. Na, vielleicht geht's so. Ja, ich sammle es auf jeden Fall jetzt schnell genug auf. Egal, wo ich gerade bin, es ist überall zu heiß. Das ist doch echt scheiße. Weißt du, in der einen Folge, da erfrieren wir fast. Und jetzt? Mega das Luxusproblem. So. Wir können den eigentlich noch ein bisschen effektiver bauen. Warte mal, wenn ich den hier unten so aufbaue. Und dann hier. Und dann. Hier. Cool. Ja, die Axt ist gelevelt. Wie ihr vielleicht gesehen habt. So, jetzt habe ich nämlich einen doppelten Cobblestone Generator. Ja, da muss ich natürlich. Ah, wobei, nee. Funktioniert. Na, aber jetzt. Ah, jetzt spawnt er die ganze Zeit hier unten. Okay, war doch nicht so genial, wie ich dachte. Ich überlege gerade mal, wie könnte ich das denn jetzt anstatt dessen gestalten? Nee, geht gar nicht. Egal. Aber es scheint auf jeden Fall ein bisschen besser zu funktionieren hier. Oder? Auf jeden Fall ist die jetzt gelevelt. So. Mal gucken. Modifiers Diamond oder Redstone sind jetzt drauf. Ich kann auf jeden Fall einen Modifier jetzt hinzufügen. Das heißt, wenn ich da jetzt diese Materialien irgendwie dazu packe, dann ja. Ach cool, da unten haben wir noch Cleanstone. Den hole ich mir eben kurz da unten raus. Da kriege ich immer Cleanstone raus. Das ist natürlich stark. Das Problem ist halt, dass wir nach da hinten dieses Loch haben. Das müsste ich auf jeden Fall noch stopfen. Naja, aber das ist eigentlich gar nicht so schlecht so. Wenn ich jetzt natürlich hier Silk Touch oder sowas hätte, wäre das ganz schön praktisch. So, boah, mit dem Kobbel dahinter muss ich aufpassen. Ich glaube, da packe ich gleich mal einen Block Obsidian hin oder so. Ganz dekadent. Jetzt habe ich hier nämlich zwei Stellen, wo ich die ganze Zeit abbauen kann, abwechselnd. Das Problem ist nur, das fliegt alles nach draußen. Hä, wie kommst du denn hier rein? Hä? Boah, da kommen ganz schön viele. Wo kommen die denn jetzt her? Okay, irgendwie scheint der Schutzwall doch nicht so gut zu funktionieren. Da habe ich irgendwo eine Tür offen gelassen. Tatsache. Oh, Memphis, ehrlich. Ach, die haben die Tür eingeschlagen. Okay. Mist. Na gut, dann penne ich nochmal kurz. So.
muss ich jetzt natürlich nochmal reparieren. Ne? Wie weit sind hier unten? 29% gewachsen, 57% gewachsen und die Karotten sind fertig. Sehr geil. Ich guck mal, ob das irgendeinen Bonus gibt, wenn ich das hier mit diesem Farming-Ding abbaue. Na, wo haben wir es? In der Werkzeugkiste natürlich. Das heißt, ich brauche gleich eine Stahltür oder was? Ist natürlich ein bisschen hart, weil das ein Material ist, was wir jetzt auch nicht so mega oft haben. So, ich habe auf jeden Fall 2 Karotten rausbekommen. Ne, 4 sogar. Das ist cool. Okay, 1, 2, 3, 4. Ja, wisst ihr was? Dann, so 1, 2, die Rosen wachsen irgendwie nicht. Hab ich das Gefühl? Kann ich daraus her? Da kann ich natürlich dieses Zeug draus herstellen. Aber irgendwie wachsen. Wächst die Rose dann nicht. Da werde ich nochmal gucken, bevor ich das jetzt hier irgendwie diesen Platz verschwende, dass ich da nochmal ein Tutorial zu lese. Haben wir eigentlich noch einen Block Dreck übrig? Nee, ne? Leider nicht. Okay. So, und die eine Karotte können wir dann nämlich mal direkt auch essen. Om nom nom. So. Und ich gehe mal kurz nach draußen. So, jetzt gucke ich, ob ich hier irgendwelche Knochen oder so finde. Mit Knochen habe ich jetzt leider nicht so Glück gehabt. Macht aber gar nichts. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal eben kurz gucken, dass ich hier dieses Loch wieder stopfe. So. So, jetzt habe ich auf jeden Fall 16 mal Cobble. Den werde ich im Ofen einschmelzen, dass ich hier ein bisschen mehr rausbekomme. So, 16 mal das. Ich verfeuere einfach mal mein Holz hier. So, das dauert jetzt einen Moment. So, ich muss mal eben kurz ganz dringend aufs Klo, Leute. Bin gleich wieder da. So, das Gute ist, jetzt geht es mir auf jeden Fall wieder viel besser. Und, ich guck mal. Das Schöne ist natürlich, dass ich jetzt hier natürlich auch ein bisschen Zeit gewinnen konnte. So, ich habe mich herausgefunden bei dem Hammer, ich habe hier so ein falsches Teil verwendet. Und zwar, ich guck gerade nochmal nach dem richtigen Rezept. Wo ist er? Genau, hier kommt nämlich dieses dicke drin. Dieses dicke Ding kommt da rein, genau. genau, das ist nämlich das hier. Ja, und das habe ich falsch gemacht. Ich hatte nämlich, ich zeige es nochmal kurz. Dieses dünne hier drin, ne? Dieses, ich lüge gerade total rum. Nein, Quatsch. Auf jeden Fall hatte ich das Falsche da drin. So, ich nehme hier schon mal die fertigen Teile mit. Ich hatte ja schon so ein bisschen was. Ich probiere gleich nochmal aus, ob das hier funktioniert. Ansonsten brauche ich das hier, ich brauche das hier, ich brauche das hier auch noch. Jetzt nochmal kurz gucken. Was kommt? Kommt da unten noch irgendwas rein? Nee, das passt soweit. Boah, krass. Mir ist viel zu warm. Das ist echt hart. Wobei, hier müsste ich ja eigentlich auskühlen, ne? Boah, 40,32 Grad. Das ist echt viel zu heiß. Oh, und ich verdurste wieder fast. Was natürlich logisch ist, wenn es ständig so heiß ist wie gerade. Dann verliert man natürlich relativ schnell Flüssigkeit. So, immer wieder auf 55%. Ich trinke mal gerade nochmal 2 Flaschen, dass wir wieder auf 100% kommen. Ja, Leute, wir sind schon lange nicht mehr gestorben, wa? Ich hoffe, ich schaffe das jetzt weiter. Wir haben es jetzt ja so zumindest einigermaßen abgesichert alles. So, jetzt gucke ich erstmal. Ich baue einmal den Kopf. Na? Geht das nicht aus 16 mal Stone oder geht das nur aus Cobble? Na gut, aus... Na super. Es geht aus Cobblestone anscheinend. Geil, ich habe es jetzt natürlich mit ganz anderem Material her versucht die ganze Zeit. Cobble geht anscheinend nicht. Nicht Cobble. Der normale geht anscheinend nicht. Geht das hier? Ja, damit scheint es zu gehen. So. Und, ja. Dann natürlich noch der Griff hier unten, den ich aus Holz bauen wollte. Wieso habe ich kein Holz dabei? Ah ja, genau. Ich habe es in den Ofen geschmissen. Das war's. Genau. Dann mache ich nämlich mal hier diesen etwas größeren Griff. Na? So, den Hammer auswählen. Das hier. Das hier, das hier und das hier. Wieso funktioniert es denn jetzt wieder nicht? Das verstehe ich jetzt nicht. Das da rein, das da rein, das.
Okay, anscheinend funktioniert das nicht mit Stein. Oder muss ich den komplett aus einem Material machen? Ich versuche es nochmal kurz, indem ich einfach hier unten den Griff, ja, falsches Ding, ja, aus Stein herstelle. So. Ich probiere es nochmal. Eins und zwei und drei und vier. Nö. So, wisst ihr, was ich meine? Eigentlich alles richtig gemacht, oder? Meine ich zumindest. Ich guck gerade noch mal. Ich habe hier doch noch irgendwo die Bücher. Das war Buch Nummer 1. Wo ist denn Buch Nummer 2? Ah, wo hab ich's hingelegt? Es gibt ja diese Tutorial-Bücher hier. Ich werde euch mit euch zusammen da jetzt mal reingucken. So, hier, Tools. Ist auf jeden Fall das richtige Buch. Glück gehabt. Jetzt mal gucken. Wo ist es da? Hammer. Ich brauche einen Hammerhot. Dann brauche ich die Platte. Dann brauche ich dieses Werkzeug, ja. Und das hier. So. Genau. Anscheinend kann man das doch mit diesen ganzen Materialien machen. Wieso funktioniert das bei mir denn nicht? Warte mal, war das irgendwas mit der Reihenfolge? Ich guck nochmal. Ich probiere jetzt alles aus. Hammer, dann das, dann das, dann das. So, alles klar. Das heißt, zuerst in die Mitte das hier. Dann kommt das hier. Dann kommt das hier. Und dann kommt das hier. Nee, habe ich jetzt die Reihenfolge richtig gemacht? Mal reingucken. Ja, alles richtig gemacht. Will er mich denn verarschen? Ja, wie gesagt, wenn ihr da Plan habt, wie das geht, sagt mir einfach mal Bescheid. Ja, also hier Wooden Hammerhead, das geht. Wie sieht das aus hier mit diesen hölzernen Köpfen? Ich probiere es jetzt nochmal in der Reihenfolge. Also zuerst kommt der Hammerkopf in die Mitte, dann kommt das hier. Dann kommt das hier, dann kommt das hier. Jetzt geht's. Geil. Okay, ich habe auf jeden Fall diesen Hammer aus Holz. Ja, wenn ich das jetzt hier mit Stein austausche, geht das wahrscheinlich nicht genau. Ich überprüfe jetzt gerade mal nochmal, ob die Reihenfolge wichtig ist, wie ich das da reinlege. Ich mache jetzt einfach mal eine komplett andere Reihenfolge. Nee, das ist egal. Okay, das heißt, anscheinend kann man aus Stein keinen Hammer herstellen. Jetzt mal gucken. Was kann ich damit alles abbauen? Ja, Stone kann ich auf jeden Fall abbauen. Ja. Ich gucke jetzt mal. Den Clay kriege ich damit, glaube ich, zwar auch kaputt, aber wie ihr seht, deutlich langsamer. Aber cool. Okay, der funktioniert anscheinend. Stark. Ist jetzt natürlich nicht das Härteste, was ich hier abbauen konnte. Für den Meteoriten reicht es nicht. Aber wir haben jetzt ja die Möglichkeit, ja, hier ein bisschen mit den, wo haben wir es? Genau, wir haben ja hier die Schmelze jetzt. Und ich kann, denke ich mal, wenn ich noch ein bisschen Eisen finde, auch bald meinen Eisenhammer herstellen. Ne? Wisst ihr was? Ich versuche gerade mal was. Ne, 14. 14 ist zu wenig. Ich glaube, das reicht nicht. Ich probiere es trotzdem mal. Das wäre natürlich dann der nächste Schritt, irgendwie hier dieses Pattern hier mit Eisen hinzukriegen. Ich gucke mal, wie viel ich dafür brauche. Na, das geht anscheinend gar nicht. Geht's vielleicht hier mit? Nee. Okay. Muss ich das vielleicht noch irgendwie verarbeiten, das Eisen? Es könnte natürlich sein, dass ich aus dem Eisen erst eine Platte herstellen muss. Hier. Iron Large Plate. Ah, okay, die muss ich natürlich gießen. Stark. Das heißt, ich muss erst diese Schablone hier herstellen. Die kriege ich natürlich, indem ich hier dieses Pattern hier reinlege, ne? So. Und dann da das Zeug reingieße. Ist natürlich eine Frage, aus welchem Material man das am besten gießt. Ich versuche es mal mit Gold. Kann ich das nochmal einschmelzen? Das müsste doch eigentlich gehen, ne? Nee, geht nicht. Oh, ich habe jetzt keinen Bock, hier mein Material irgendwie zu verschwenden, was ich hier habe.
Okay, das heißt, ich muss auf jeden Fall nochmal losziehen und dann kann ich hier so eine Schablone gießen, hoffentlich. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall wieder einmal bei euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich riesig drüber freuen, wenn ihr uns mit dem Daumen nach oben unterstützen könntet. Vielleicht sogar mit dem Abo, wenn ihr es noch nicht eh schon getan habt. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch bei der nächsten Folge, wenn ihr wieder dabei seid bei Minecraft Blast Off mit Memphises auf dem Kanal Safter Gaming. Haut rein! When I grab a mic, ain't nobody tryna enter. I'm releasing summer tunes, middle of the winter. Doing what I wanna do as if I was a sinner. Finner, get this BUCLP and it's gon' winner. Trade off kids following me in my hoopty. Coastin' on by to save gas, kissin' the doobie. Until the boys in blue.